Hi, ich bin der Hi. Günther. Ich komme aus der Dönerbude. Willkommen zu einem leicht spontanen Video. Ich habe gerade irgendwas gemacht, dann hat mich hier der gute Fragezeichenmann angeschrieben, ob Hallo. ich mir hier die Direct mit angucken will, die Mini Direct. Ich habe nicht mitbekommen, dass sie gekommen ist, aber offenbar So wie ist. schon. Sekunde noch, ich muss gerade noch mal. Das Einzige, was ich heute mitbekommen habe von Nachrichten, gestern die ganze Zeit, wann kommen endlich Nachrichten? Und heute, hier ist eine direkt. Hallo, wir Warte, was? sind's. So, bist du soweit? Dann würde ich Countdown Ja. machen, damit wir gleich einen Zeitpunkt haben. Und zwar in 3, 2, 1, ab geht's. Please don't note it. Bei mir startet's nicht. Startet es jetzt? Nein, Sekunde. Hilfe, bei mir explodiert alles. Ich glaube, deswegen. Fire Emblem. Alter, das will nicht. Hilfe. Geht schon, oder? Ich habe 2 FPS. Kann ich schon weiter, oder? Wie gesagt, ich muss gerade erstmal hier das. Ich stell mal die Qualität bei mir runter. Alter, ich kann Leer. gefühlt nicht mal die Quali runterstellen, weil es gerade so abkackt. Hilfe. Sag mir einfach, wenn du bereit bist. Es kann warten. Auf welcher Sekunde bist du im Moment? Sieben. Ach so, dann. Okay, ich krieg das anscheinend gerade nicht gescheit aufgenommen. So. Dann geh mal, bis du bei 23 bist, weiter. Okay. Ich guck in der Zeit, ob ich's noch irgendwie verbessert krieg. Ja, wenn ich das so verändere, müsste es deutlich besser gehen. So ist. Inkommen. Ich bin So. jetzt gerade bei 25, geht schon, oder? Warte. Jetzt. Long ago, two great titans came into existence. Ah, damit fangen sie The an. Ionis and the Myconis. Sagt mir nix, The also. titans were locked in a Xenoblade cataclysmic Chronicles. battle. Ah. Ich muss dazu sagen, der Anfang erinnert mich ständig an Bionicles. Last. Ja, okay, jetzt Only their mit lifeless dem Bild corpses hier, das remained. kenne ich aus Smash Bros. Ja, aber. Ich find's so interessant, dass er die Stimme dieser Bösewicht in Smash Bros. Die gleiche hat wie Dr. Eggman. Echt jetzt? Ja. Wow. It's the only sword that's effective against the Mechon armor. If we could just unlock the Monado's Aber ich bin power, echt mal gespannt, ob sie lifetime hier am Ende von dieser no, Direct this auch will kill sowas you. raushauen, wie Surely sonst bei normalen Directs sowas richtig Fettes. there was something strange. Ich meine, es ist eine Mini-Direct und Ja, zwar. aber Mini und halbe Stunde, ne? Eh Ja, das haben Widerspruch wir in gerade sich. ausgedacht. Ich But hoffe more sehr, ambitious, but wie schon surely gesagt, ich useful. hoffe, dass irgendwas zu Smash Bros. I didn't Kommt. know you could do Ich that. weiß, sie können jetzt Wäre nichts schon an. cool. Also ich sag's so, es wurde gesagt, es wird halt wegen Virus verschoben, aber vielleicht wird ja auch nur der Release verschoben und nicht die Ankündigung. Ja, das meine ich ja, dass man wenigstens weiß, wer der Nächste ist. Mir reißt das auch schon. Verstehst du? Ja. Das Tolle war halt, dass ich gerade gesehen habe, irgendwie, dass mein Computer auf Einstellung war, die niedrigstmögliche Leistung. Und dann wundere ich mich, dass hier das laggt. Ich habe das jetzt auf höchste Leistung gestellt. Sag mir, wenn ich es forcieren soll. Nee, nee, bei mir gibt's keine Lags mehr. Also bei mir ist alles flüssig. Und ich muss was dazu sagen zur Grafik. Ich weiß nicht, sie erinnert mich noch immer an den New 3DS-Teil, den ich da habe. Ich sehe nichts, was irgendwie besser aussieht an dem Spiel. Okay, roasted. Ja, das ist natürlich auch die Frage, ob das vielleicht Ah jetzt ja, in außer den der Hintergrund. Trailern. Der Hintergrund sieht besser aus als im 3DS. Ja, also für die Zuschauer, bei mir ist gerade hier nur 480p, If the um Lags zu capsule is on verhindern, the shoulder, deswegen. there are people there. Ah I ja, only und der want to zweite know Teil.
Hat Kingdom Hearts Voice Acting. The ultimate version of a modern classic, Xenoblade Chronicles Definitive Edition. On Nintendo Switch, the game looks better and plays smoother than ever before. The battle HUD and menu screens are easy to read and easy to use. Das Problem ist, es ist wie Monster Hunter für mich und deswegen kann ich nichts damit anfangen. Oh, das schicke ich Lord Ecke, den Clip. And a new epilogue, a new story. Future Connected will cap off the main game. Du meinst, dass das wie Monster Hunter ist? Ja, und dass du deswegen damit nichts anfangen kannst. Der kann Juchti, Alter. Der regt sich immer auf, weil er niemand anderen kennt, der das wirklich mag. Ich habe da schon jemanden, glaube ich, auf Discord, auf dem Server, gefragt. Am 29. Mai. Viel Glück damit. Also mich juckt's nicht. Wie so ausnimmt, aber mal sehen, was das nächste ist. Also auf welcher Sekunde bist du gerade, um sicher zu gehen? 4:20. 4 ja, Minuten. Okay. Ich glaube, ich bin eine Sekunde vorne. Okay, jetzt bin ich neugierig. Kenn ich halt, sagt mir überhaupt nichts. Mir ausnimmt, deswegen bin ich ja neugierig. Aha. Nein, danke. Nein, danke. Nein, nee, danke. Das sagt mir immer noch nicht mehr. Ja, okay, das sagt mir was, aber nein, danke. Bioshock. Echt? Ah, jetzt, ja. Jetzt leckt's gerade ein bisschen. Ja, okay. Sag mir, wenn es wieder passieren soll. Nee, nee. Vor allem, weil ich ja eh eine Sekunde vorn dran. Und Borderlands. Okay, das werden sehr viele Leute glücklich machen. Das nicht kann uns, nicht aber sein. Ja. Sehr viele Leute auf jeden Fall. Die Situation kenne ich. Das macht viele Leute glücklich, nur mich nicht. Ich muss außerdem dazu sagen, ich finde es außerdem gerade lustig, dass die da so als kinderfreundlichsten Trailer so versuchen abzustempeln. Ja. Wenn dir das auffällt. Das ist Nintendo. Bei denen muss alles kinderfreundlich aussehen. Selbst Ego-Shooter. Wobei man sagen muss, dass das auch ein bisschen nachlässt. Ah ja, eine Frage, hat das gestern, vorgestern das mit der Pizza-Aufnahme geklappt oder nicht? Doch, ich hab da alles aufgenommen. Okay, ich gut, dann bin ich zufrieden. Ich muss das noch verwerten. Gut zu wissen. Ich hatte schon die Befürchtung, dass irgendwas schiefgelaufen ist. Nee, nee, auch 29. Mai. Ja, das wollten wir doch jederzeit wissen, seit der Game Award Show. Genau. Ich bin auch jetzt gerade sehr begeistert hier. Man merkt, mir fehlen die Worte, weil ich das so gut finde. Skylanders mit Marvel-Helden ist das eigentlich. Sehr gut. Weißt du, wer der einzige Marvel-Held ist, den ich mag? Weil, wenn mich jemand das fragen würde, wird wahrscheinlich einer rauskommen, der nicht mal von Marvel ist. Ich habe keine Ahnung davon, wer denn. Es gibt genau zwei. Spider-Man. Und weißt du, wer der zweite ist? Der gehört nicht mal mehr Marvel. Keine Ahnung, da erst recht nicht. B-Max. Was? Ja, BMX hat am Anfang Marvel gehört. Disney hat BMX gekauft. Okay, aber ich glaube, der war eher keiner der Marvel Avengers. Nein. Ich dachte, wir reden gerade über die. Oh, ich kenne jemanden, der das spielt. Schöne Grüße geht an Bucky raus. Sieht auch ganz cool aus, aber. Oh, sorry, falsches Spiel. Dachtest du an Subnautica, oder? Ja, ja. Ist das ein Subnautica? Da kenne ich einige, die das spielen.
Bei dem hier ist halt die Frage, ob es das überhaupt schon irgendwo gibt. Shinsekai's Time Attack Mode, another dive, boasts a perilous maze for you to race through. Culminating with a final monstrous threat. Ich finde trotzdem interessant, was sie daraus gemacht haben aus diesem Spiel. Es ist nicht meins, aber für Leute, die gerne unter Wasser 2D-Jump'n'Runs haben wollen. Für die zwei Leute, die Wasserlevel im Videospielen mögen. Zu denen, ja, das haben wir gerade jetzt ausgedacht. Zu denen ich mich dazu zähle, muss ich sagen. Boah, das ist sogar jetzt schon da. Ja. Ja, das hat ein Update bekommen. Das ist das Einzige, was ich heute schon mitbekommen habe. Du kannst nichts mehr klonen. Ganz dick abgestürzt, bei mir gerade Hilfe. Jetzt bin ich wieder da. Ah, das hat ein Update bekommen und man kann nichts mehr klonen deswegen. Das konnte man am Anfang. Ja. One Zipper T-Bunny will visit your island in celebration of Bunny Day early April. Ernsthaft? Sie haben gesagt, dass sie das verschoben haben. Hä, was? Ja, die haben gesagt, das mit dem Hasen haben sie verschoben müssen wegen dem Coronavirus. Das kann man eigentlich gar nicht verschieben, weil es ein Oster-Event ist. Ich weiß, mich hat das selber gewundert. Das wäre auch das erste Mal, dass ich davon mitbekommen hätte, dass sie das verschieben angeblich. There's another free update coming later in April. It'll usher in some newly added features, including the Earth Day event. Of course, we'll continue to bring you the latest on updates and more via the official Animal Crossing Twitter account and other channels too. So, ja, falls du fragst, wer die Nintendo Direct jetzt auf Nakis Server gepostet hat, das war ich. Das habe ich mitbekommen. Es war mir halt danach so, hey, ist du jetzt mal ein keine Erfahrung nötig, das ist immer gut. Apparently they offer a wide range of services. The job description entails many responsibilities. You'll deliver items. Bist du sicher, wir hätten keine Indie direkt dafür gebraucht? Das ist jetzt die Frage. Die Indie Direct fand ich eh schade. Ich habe auf ein Spiel gehofft, bei dem ich sogar weiß, dass es 2020 rauskommt, aber halt nicht genau wann, und das habe ich nicht gesehen. Weißt du es denn? Spirit of the North. Sag mir sogar was. Das hatte irgendwann mal Saku auf dem Server gepostet, als sie es gestreamt hat. Achso, das. Ja, okay. Jetzt erinnere ich mich. Da warte ich halt noch drauf. Und durch Instagram weiß ich, haben die Entwickler geschrieben, das kommt noch dieses Jahr für Switch. Gut Job. Ich sehe jetzt schon, dass mich das wieder... Das fasst wieder so alle meine Direct-Reaktion fast immer zusammen. Interessiert mich jetzt nicht wirklich, aber... Ja, das haben wir gerade ausgedacht. Das ist einfach jede Direct-Reaktion bei mir. Ich habe das Gefühl, die meisten kann man sich nicht wirklich geben. Außer natürlich Mystery Lunch! Die wurde auch verdammt viel angeklickt, habe ich das Gefühl. Die ist, glaube ich, in meinen Top 10 meistgeklickten Videos. Die Mystery Dungeon direkt? Ja. Ja, naja, diese Reaktion war auslegendär. Wie schon gesagt, ich hatte bisher nur so einen Hype bei Banjo-Kazooie gehabt. Da hatte ich keinen solchen Hype. Oh, Ring Fit Adventure Update, das finde ich interessant. Okay, das bekommt ein Update. Ich hab's nicht, aber ich find's ganz cool. Ist aus. Oha! Du bist da, Jump Up. Ich versuch gerade Copyright zu, damit das nicht gesperrt wird, aber damit du es. Das Video wird, jede Direct wird geclaimed. Die schalten immer Werbung auf Direct Reactions, egal was man macht. Schade ist das, wenn ich das Musik singe. Oha, wie viel? Wii Fit Medley. Da fehlt nur noch, ich habe eine ganz böse Befürchtung. Leuchtende Augen, das ist Sans. Wow. Das habe ich gebraucht.
Feel free to change it up in the settings whenever you want. We're also adding in a new. Na klar, sieht man, ist Deutsch. Ja, habe ich mir auch gerade gedacht. When you're not in a battling mood, you can simply run through a variety of fields. This free update for the Ring Fit Adventure game will be available today. Schön, schön. Brauche ich es dann nicht? Ich spiel's nicht, aber. Aber es gibt sehr viele, die das spielen. Und ich find's an sich auch gut. Wir brauchen jetzt noch sein Taktik-RPG. Das stimmt. Wusstest du, ich hätte gerne ein einziges bestimmtes RPG auf der Switch und das werde ich niemals auf der Switch bekommen. Also von Fire Emblem reden wir offensichtlich nicht. kennst du Star Wars Empire War? Nicht wirklich, ne. Das ist das einzige Strategiespiel, was ich je verstanden habe und spielen konnte. Ich bin nicht wirklich ein Strategiespieler hier, also. Ist auch nicht. Deswegen ist das ja das einzige. Deswegen habe ich das auch gesagt. Smash Bros. Da braucht man keine Strategie. Da muss man einfach draufhauen. Da hast du Rest. Oh! Oh, nix verraten. Oh Gott. Wer ist es? Oh mein Gott, was? Was? Okay. Sie sagen ich noch nicht genau, aber oha, was? Yay! Yeah. Jetzt bin ich zufrieden! Ein Arms-Charakter! Wo sich schon so viele aufgeregt haben, dass Springman nicht gekommen ist. Und ihr Hedge! Oh meine Güte! Jetzt kommt wer anders, Alter! Geil! Okay, das reißt. Okay. Das ist für so eine Mini-Direct schon. Genug, ja. Ja, das freut mich. Then how about we take ja. A nice long look at Bravely Default 2. Okay, jetzt wollen sie auf irgendwas länger eingehen anscheinend. Ja, Bravely Default 2. Sagt mir nix. Can't believe I survived. Das, was Ultra Let's Play 100% durchgespielt hat, dieses... Sagt mir immer nur nicht mehr, deswegen... Dieses 2D, das mit 2D-Charakter in mit was von gleichen Mastern wie Final Fantasy. Avatar! Was? Was? Das ist der Spruch von Avatar. Das eine Bild, da hat mich gerade übel an Octopath Traveler erinnert. Ja, das ist Octopath Traveler 2. Aha. Oder? Nein. Achso, das ist was völlig anderes. Du musst wissen, Square Enix und Level und Square Enix und Level 5 machen nur RPGs und daher weiß es meistens nicht. okay, wahrscheinlich ist das wieder von Square Enix. Und ich bin schon wegen dem Kingdom Hearts kennen. Sag es mir. Okay, ich fange jetzt kein weiteres RPG von einem Square Enix an. Sehr gut. Weil. Nee, das soll ich jetzt nicht, sonst Rage quitten jetzt die Kingdom Hearts Zuschauer bei dir. Okay, gute Frage. Welche Kingdom Hearts Zuschauer? Bei mir okay. Gibt's nur Pokémon und Smash. Pixel Watch. And set off together on a grand mission, each filled with a sense of purpose. Ja, ein bisschen was hat's von Octopath, aber... Na, es gab ein 3D-Spiel, was anscheinend... Es gab einen Titel, also das ist nicht der zweite Teil des Titels, von dem habe ich schon gehört.
das ist nicht der zweite Teil, das ist der fünfte oder so, weil der erste Teil, der hieß anders. Daraufhin ist der zweite Teil, danach kam ein dritter Teil, der hieß dann auch anders. Und dann kam erst der vierte Teil, der eben genau diesen Namen hatte, wegen Copyrights-Probleme. Aha. Und warum sieht dieser Typ aus, als wäre er von One Piece geklaut? Und ich schaue jetzt mal One Piece, und woher weiß ich das? Irgendwie weiß jeder, wie die Charaktere da aussehen. Obwohl, ich spiele in der letzten Zeit häufig Jump Force. Aber auch nur, weil ich mir das Online-Dings gekauft habe. Das ist komplett Octopath, Alter. Sogar dieses Kampfsystem. Hast du Octopath jemals gespielt? Ich nicht wirklich, aber ich habe ein Let's Play gesehen und mein Bruder hat's gesuchtet bis zum geht nicht mehr. Okay. Ich weiß, dass zum Beispiel halt der allerletzte Boss übertrieben schwer sein soll. Ich finde außerdem, RPGs manche übertrieben. Ich bin ja auch lieber einer, der wo draufhaut. Darum mag ich sie auch so gerne Kingdom Hearts. Sehr gut. Draufhauen ist gut, aber Story ist mir auch wichtig. Ansonsten hier Mystery Dungeon Spieler am Start. Ja, da gäbe es Rest. Ich muss aber dazu sagen. Und Soundtrack. Kann ich ehrlich sein zu dir? Ja. Ich hab Pokémon Schild nicht durchgespielt. Mir hat's gelangweilt. Ich auch nicht. Mein Let's Play ist immer noch vor der 6. Arena. Also. Ich bin nicht mal so weit gegangen, weil mich das wirklich so gelangweilt hat. Ich weiß nicht, woran das liegt. Okay, jetzt geht's mit was anderem weiter. Ich mag gerade den Erzähler irgendwie. Ist das nicht derselbe wie immer? Ja, aber seine Sprüche wie. Lassen wir dieses gute. Jetzt kommen hier so ganz auf Kartenspiele und lauter so ein Zeug. Wo ich mir immer denke, wozu braucht man das auf der Switch? Die sind halt einfach Brettspiele so. Okay, das ist cool. Das mit dem Eishockey. Ja. Wusstest du, dass ich sogar ein Eishockeyspiel habe auf einer Bootleg-Konsole? Okay. Ja, das ist irgendwie das einzige Spiel, was richtig funktioniert. Super. Klingt nach einer guten Konsole. Es ist die Mega Drive. War, Carom, Chinese Checkers, Yacht Dice, Takoyaki, Billiards, Pex, Spider Solid. Hey, woher haben Sie die SpongeBob-Musik? Das neue SpongeBob, da kommt wahrscheinlich auch für Switch daher, denke ich mal. Mahjong Solitaire, Last Card, Fishing, Klondike Solitaire, Toy Tennis, Toy Soccer, Toy Curling, Toy Boxing. Sag mal, wie viel noch? 101. Boah, das erinnert mich übel an Wii Play gerade, das ist dein Alte mit den Panzern. And there are many ways to play them. Some games are multiplayer, including options for up to 4 people. Playing via local wireless and in some cases, online play is supported too. Choose 3 games, match up with other players, and just play. Play to your heart's content against rivals the world over. Win Clubhouse Games 51 World. Ah ja, die haben aber keinen Schach, oder? Kein was? Schach. Anscheinend nicht. Das würde aber auch viel zu lange dauern, ehrlich gesagt. Stimmt aus wieder. Das sieht aus wie Splatoon. Ah, endlich! Endlich erfährt man darüber was. Okay, habe ich noch nichts von gehört. Das wurde 2016 oder so angekündigt. Digga, das sieht übel nach Splatoon aus. Ja, aber du Hui! Das erinnert mich so an Kingdom Hearts nur im Multiplayer. Das sieht nice aus. By chewing ninja gum, you can dash at high speeds. Disguise yourself. And wield the arsenal skills. Wow. And speaking of arsenals, from heavy hitting hammers to fast and flashy katanas to tactical tricked out yo-yos, your choice of. Das sieht aus wie ein Battle Royale nur im Kingdom Hearts Style. Ninjas thrive in clans. Ja, ich bin dabei. Ich wahrscheinlich nicht, aber. Ja. Allein schon, ich hab viel zu viel immer noch auf meinem Kanal. Ich hab irgendwie 4 Projekte pausiert, privat zocke ich überhaupt nicht mehr. Nice.
Oh. It's free to play. Enter Luke Skywalker. Aha. Oh, yes. Yay. Ich liebe das. Also, ich konnte mit Star Wars noch nie so viel anfangen, muss ich sagen. Jedi Academy launches on Nintendo Switch today. Ja, aber ich hab den zweiten Teil und wollte vorher den ersten Teil spielen. Ui, geil! Entschuldigung, ich hab das für die N64. Ich hab das tatsächlich für die originalen 64 und das mitnehmen. Ich hab das damals, das war einer der ersten Spiele, die ich auf der Arcade-Teile gespielt habe. When Panzer Dragoon Remake launches first on Nintendo Switch as a timed console exclusive today. Okay, das erinnert mich, das... Ah, jetzt kommt so eine Ansicht von was bald kommt. Ja, davon habe ich schon hin und wieder mal gehört. Ja, ist aus. Gibt auch schon eine Demo-Version. Digga, das sah aus wie Mother Brain. Keine Ahnung, was das ist. Irgendeins der 78 Musikspiele, die es gibt. Mich wundert, dass es nicht das Livestream gepostet wurde. Ja, mich wundert alles an dieser Direct. Aber hey, wir haben jetzt endlich Neuigkeiten zum neuen Smash-Charakter, das freut mich. Arms-Charakter, Alter, da bin ich mal echt gespannt. Ich glaube, das raus. Wird richtig High-Range. Yay, Burnout! Den werde ich mir wahrscheinlich holen. Burnout, nein, endlich ist ein Switch-Spiel, das... Der Jagger richtig dumm aus der Seite. Du musst wissen, Burnout... Das kann ich dir empfehlen, das ist wie Need for Speed. Ja, Need for Speed konnte ich auch niemals mit anfangen. Okay, sagen wir so, wenn du ein Real-Life-Race haben willst, dann ist Burnout super. Ja, ernsthaft? Dann ist es nichts. Warte, das Spiel hatte Pokémon Mystery Dungeon Musik. Echt? Nein, jetzt? Pokémon Stick gehabt. Ja. Ah, Minecraft Dungeons gibt's in GBA. Irgendwann. Das war ein GBA-Spiel, musst du wissen. Okay. Damals. Well. Kommt noch eine letzte Ankündigung? Nintendo Direct Mini isn't over yet. This is our last news of the day. Ja. Komm, jetzt nochmal Hype. Now for the ich sagte Hype. And Pokémon Shield Expansion Pass. Expansion Pass, the world of the Pokémon Sword and Pokémon Shield games. Sehen schon die Bäume besser aus oder kam mir das gerade ehrlich gesagt nur so vor? Ich glaube, das kam dir nur so vor. Will be accessible in the Galar region. Ach, krass, die schwarzen Balkenmassen sehen besser aus. Today we have some follow-up information about Danach hat keiner gefragt. Armor lies a dojo for Pokémon battles, where trainers gather to master their skills. Also Smash Bros war Highlight, obwohl wir eigentlich fast nichts erfahren haben. Naja, wir haben was erfahren. Ja, es wird ein Arms-Charakter und kommt im Juni. Through your training with Kub Fu, you will receive permission to challenge the Towers of Two Fists on the Isle of Armor. Das ist ein super Name. You will enter one of two towers, the Tower of Darkness. Weißt du, ich glaube, ich schließe mich der Sektion an, die auf ihren... Ich bin gespannt, wie sie das Remake von Diamant und Perl machen wollen. Bin ich auch mal sehr gespannt. Ich bin auch mal gespannt, ob es überhaupt ein normales Spiel wird oder wieder ein Let's-Go-Spiel. Aber ich bin zufrieden, weil wir haben ein Mystery Dungeon bekommen. Mehr wollte ich sonst nicht. Und vielleicht kommt irgendwann noch ein anderes. Ja, dass die noch nicht am Anfang hatten, fand ich so merkwürdig. Das sind die Starter. Warum haben die keine Gigantamaxing-Form gehabt? Das verstehe ich aus nicht. Das ist genauso wie, warum haben die Starter in XY keine Mega-Entwicklung? Bis auf Quachuchu, Nee, das ja. Hat auch keine Mega-Entwicklung. Ja, ich finde schade, dass XY keine Ash-Form es gab. Das wäre mir lieber gewesen als in Sonne und Mond. Ich habe sowieso immer Fynx gespielt, deswegen wäre es mir relativ egal. Yay, das brauche ich. Pokémon Sword Expansion Pass and Pokémon Shield Expansion Pass Part 1, The Isle of Armor,
will launch by the end of June. Also, for those of you who purchased the expansion pass, we've prepared this early purchase bonus you can receive by August 31st. Super. Brauche ich jetzt dringend. Ich werde mir das Expansion Pack nicht kaufen. Ich mir auch nicht, Olaf, vielleicht. Ah ja, weißt du, was mein stärkstes Pokémon ist? Was? Welches denn? Okay, ich würde jetzt gerne abdrehen, weil ich gerade diese Pokémons gesehen habe und mir denke... Nein, nein, nein. Die gab's ja alle schon. So, das war's dann anscheinend. Warte, das ist jetzt hier noch... Also ich bleib zur Sicherheit noch dran, aber... Ja, das ist wahrscheinlich nur seine Rückblende. Ja. Das Highlight sollte hier wohl jetzt echt Schwert und Schild sein, auch wenn es eigentlich Smash Bros. Oder für manche Xenoblade war, denke ich mal. Und Star Wars. Ja. Für mich. So, für mich das war's. Heilige Scheiß. Hast du noch irgendein Fazit, das du abgeben willst? Ich freue mich auf das Star Wars, ansonsten, und an dieses Free-to-Play-Spiel. Ich weiß, es ist Free-to-Play, aber ja, es wirkt lustig. Muss ja nicht schlecht sein. Trotzdem bin ich mal gespannt, wann wir wieder eine normale Direct bekommen. Wobei ich echt nicht damit rechne, dass wir vor E3-Zeitraum noch eine kriegen. Im Übrigen... hättest du nach so kurzer Zeit, ich würde gerne Smash Bros. Gegen dich spielen, wenn es okay wäre. Wenn euch die Reaktion gefallen hat, dann könnt ihr gern ein Abo auf dem Kanal dalassen. Könnt ihr in die Kommentare schreiben, was ihr am besten fandet oder also, ob euch alles scheiße. Also ja, ich habe noch so eine Ankündigung zu machen, bevor. Ja, welche? Und zwar wird auf Günthers Kanal Pokémon Mystery Dungeon Walross Pizza-Edition geben. Also bleibt gespannt. Muss ich mal gucken, vielleicht kommt die sogar noch vorher, weil heute kriege ich die Direct-Reaktion hier nicht mehr online, sondern erst morgen. Vielleicht ist das dann sogar schon vorher online. Okay. Mal gucken. Wir werden es sehen. Bis bald und ciao.